Hattet ihr schon mal 30 Stunden Beziehungskrach und musstet dann so tun, als sei alles super? Nee, die schon. Ich bin sehr, sehr froh über diese Gespräche. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Wie oft war es denn in diesen Verhandlungen 2 gegen 1, also SPD und FDP gegen Sie? Ist doch egal. Also, Mammutsitzung im Kanzleramt und der riesige Streitpunkt war die Verkehrspolitik. Da gab es viel Ärger und viele Sitzungsunterbrechungen und jetzt gibt es massive Kritik. Luisa Neubauer von Fridays for Future schreibt, es ist unfassbar, also unfassbar schlecht, was da entschieden wurde und ruft gleich auf zum nächsten Sonderstreik vor dem Verkehrsministerium. Was macht die Ampel da beim Thema Auto und wer darf dabei nur hinten sitzen? Warum ist Verkehrsminister Wissing so ein Wutmagnet geworden? Und haben die Wütenden recht? Zeit für ein Inside Politics. Einsteigen bitte. Mein Name ist Bernd Bentin. Ich kümmere mich im Hauptstadtstudio um die Umweltpolitik, um FDP und Grüne. Und das heißt, ich kümmere mich seit Monaten auch ums Auto. Und ich möchte mit euch auf 3 Punkte schauen. Warum tobt in der Ampel ein Kulturkampf ums Auto? Was ist der Kern des Streits? Und wer setzt sich gerade warum durch? Es geht um das ewige Gespenst-Tempolimit, um Anton Hofreiter und es geht auch um diesen bekennenden Autofan. Christian Lindner ist der Chef von Verkehrsminister Wissing und er liebt Autos. Mit 19 hat sich Lindner den ersten Porsche gekauft, einen gebrauchten Boxster in Schwarz. Warum, fragt ihr? Weil ich das Geräusch, das Motorgeräusch des Boxermotors liebe, weil ich gerne forciert durch den Verkehr gleite. Schon 2017 hat Lindner der Fachzeitschrift Automotorsport ein Interview gegeben und seine Verkehrspolitik skizziert. Aus heutiger Sicht liest sich das wie das prophezeite FDP-Regierungsprogramm. Erstens, Autobahnen nicht nur planen, sondern auch bauen. Zweitens, keine Diskriminierung des Diesels. Drittens, keine Volkserziehung durch Tempolimit. Und viertens, keine Fixierung auf E-Mobilität, sondern Technologieoffenheit. Und wenn Olaf Scholz das Wort Deutschlandtempo liebt, dann liebt die FDP dieses Wort. Technologieoffenheit. 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 Also das Stichwort ist Technologieoffenheit. Das war jetzt auch das Schlagwort beim Streit um das sogenannte Verbrenneraus. Die EU will, dass ab 2035 nur noch Elektroautos zugelassen werden. Heißt im Klartext, alle sollen dann ihre bis dahin gebauten Verbrenner weiter fahren dürfen. Es sollen bloß keine neuen mehr gebaut werden. Volker Wissing hat aber mit ziemlicher Härte und Penetranz durchgesetzt, dass es noch ein Hintertürchen für den klassischen Verbrennermotor gibt. Dann mit klimafreundlichem Kraftstoff, den E-Fuels. Auch wenn nur ganz wenige glauben, dass es die wirklich bringen werden. Das ganze Theater nützt in erster Linie der FDP. E-Fuels sind nichts weiter als Wahlkampf-Klimbim. Sie sind ineffizient und teuer, sehr, sehr aufwendig herzustellen. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt relevant wird, das kann niemand sagen. Aber nicht nur bei den E-Fuels tun sich in der Ampel Straßengräben auf. In der Verkehrspolitik bekämpfen sich Grüne und FDP an allen Ecken und Enden. Mit Worten und mit Papier. Wenn der Verkehrsminister eine Langzeitstudie vorlegt, die sagt, der Straßenverkehr wird immer wichtiger für die Wirtschaft, dann sagen die Grünen, das habt ihr euch doch wohl schön gerechnet. Und wenn das Umweltbundesamt eine Studie präsentiert, die sagt, mit einem Tempolimit, da ließe sich doch ordentlich CO2 sparen, dann liefert die FDP gleich die Gegenstudie, die sagt, das stimmt doch gar nicht. Auch der FDP-Fraktionschef Christian Dürr lässt da nicht mit sich reden. Tempolimit? Nein. Bei diesen ganzen Konflikten, E-Fuels, Tempolimit, schnellerer Straßenbau, landet man immer wieder bei einem Grundkonflikt, der Kern des Streits. Und auch der Grund, warum sie jetzt 30 Stunden im Kanzleramt gestritten haben und danach viele richtig sauer sind. Angesichts der Krise in dem Verkehrssektor, der am meisten emittiert momentan über das, was er darf, ist es für uns unbegreiflich, dass der Kern des Klimaschutzes in Deutschland, das Klimaschutzgesetz, jetzt gestutzt wurde. Seit 2019 gilt das Bundesklimaschutzgesetz. In dem gibt es bislang sogenannte Sektorziele. Landwirtschaft, Bauen und Wohnen und Verkehr. Da wird überall viel CO2 ausgestoßen und für alle diese Sektoren ist so eine Art Treppe nach unten festgelegt. Also wie viel CO2 muss der Bereich bis 2030 einsparen, damit wir unsere Klimaziele schaffen?
Seit es diese Sektorziele gibt, ist der Verkehrsbereich da der große Loser. Dessen Sektorziel wurde nur einmal erreicht, 2020, als alle wegen Corona zu Hause geblieben sind. Jetzt steigt der Ausstoß aber sogar wieder und die Lücke wird immer krasser. Die neuesten Zahlen gab es jetzt gerade im März. Die Emissionen im Verkehrsbereich sind um 1 Million Tonnen gestiegen auf 148 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben hier ein Overshooting im Verkehrsbereich im Jahr 2022 von gut 9 Millionen Tonnen. Ja, wenn man also overshootet, dann muss man bislang Sofortmaßnahmen liefern, um irgendwie doch noch das Ziel zu erreichen. Und hier fängt das an mit der Wut auf Wissing. Im letzten Jahr wurde ihm nämlich schon mal gesagt, du musst mehr machen. Wissing hat dann ziemlich spät eine Art Maßnahmenpaket vorgelegt, wenn man das so nennen kann. Und die, die das Paket auf Wirksamkeit prüfen müssen, ja, die haben das in der Luft zerrissen. Das Programm sei, Zitat, schon im Ansatz ohne Anspruch. Wissing selber sagt, zu viele Klimamaßnahmen, das kann er einfach nicht bringen. Ich muss abwägen zwischen der schnellen Erreichung von Klimaschutzzielen einerseits und den Mobilitätsanforderungen und auch der Akzeptanz der Gesellschaft für Maßnahmen andererseits. Wissing und seine FDP wollen weg vom System Sektorziele und haben das jetzt nach langem Bohren auch geschafft. Die Begründung, dem Klima ist doch egal, wo das CO2 herkommt. Lieber alles zusammenrechnen, ja, und dann gucken. Das sei weniger kompliziert. So, darüber haben Grüne und FDP monatelang gestritten. Ja, was die SPD da genau will, das wusste man lange gar nicht. Das Gegenargument der Grünen, wenn keine verbindlichen Sektorziele mehr da sind, dann kommt zum Beispiel der Verkehr doch nie raus aus seinem CO2-Loch. Man löst die Klimakrise am Ende ja nicht dadurch, dass man einfach versucht, sie wegzudefinieren. Und das wäre es ja, wenn man die Sektorziele aufgibt. Nicht mehr hinschauen, löst noch kein Problem. Ja, und jetzt ist klar, die FDP hat sich da durchgesetzt. Mit der Hilfe der SPD. Das alte System der Sektorziele kommt weg. Dafür gibt es eine, Zitat, sektorübergreifende und mehrjährige Gesamtrechnung. Die FDP spricht von einem Paradigmenwechsel. Umweltverbände aber sind entsetzt. In Südeuropa ist bereits jetzt im März eine Dürre. Wir sehen die Extremwetterereignisse in Neuseeland und USA. Angesichts dessen ist es für mich unbegreiflich, wie die Ampel die Beschlüsse zum Klimaschutz eher schwächer macht als stärker. Jetzt müssen die Grünen der eigenen Basis irgendwie erklären, dass es die Sektorziele, auf die sie doch so großen Wert gelegt haben, so bald nicht mehr gibt. Dafür aber 144 schnell gebaute Straßenprojekte. Die wollten sie ja auch nicht. Da sind wir, wie auch, würde ich sagen, bei den Maßnahmen, die im Verkehrsbereich ergriffen wurden, nicht stolz drauf. Wissing sagt, hätten sie das mit den Sektorzielen nicht geändert, dann hätten irgendwann Fahrverbote gedroht. Ziemliches Schreckgespenst. Die Grünen sagen jetzt, die Ziele seien ja nicht ganz weg. Nur eben anders und anders verteilt. Volker Wissing jedenfalls steht als Verkehrsminister stellvertretend für den wohl größten Grundkonflikt zwischen FDP und Grünen und wird deshalb so hart angegangen. In den letzten Monaten haben sich die Grünen richtig auf Wissing, ja, man muss sagen, eingeschossen. Die Parteivorsitzende Ricarda Lang setzt ihn mit einem Kleinkind gleich, das immer noch Bauklötze schmeißt, wenn alle anderen aufräumen. Dass Wissing auf einem Parteitag mal von Klima-Blabla gesprochen hat, das passt da voll in das Bild der Grünen. Ja, und die FDP, die schießt zurück. Da heißt es, die Grünen müssten damit klarkommen, dass ein FDP-Verkehrsminister eben FDP-Akzente setzt. Die Grünen haben aus guten Gründen nicht das Verkehrsministerium. Die Grünen können ihre Akzente setzen im Bereich der Umweltpolitik, im Bereich der Klimaschutzpolitik. Aber es muss auch in dieser Koalition jemanden geben, der darauf achtet, dass eine exportorientierte Wirtschaft einen vernünftig funktionierenden Verkehrssektor hat. Und es ist ja tatsächlich so. Den Grünen waren andere Ministerien wichtiger. Anton Hofreiter wäre eigentlich wahnsinnig gern Verkehrsminister geworden, soll aber, so heißt es hinter den Kulissen, nicht so richtig gut verhandelt haben. Dass das den Grünen mal wehtun würde, das haben schon nach den Koalitionsverhandlungen einige vorhergesagt. Wir sind weiter eine autozentrierte Republik. Wir haben wenig drin, bis gar nichts drin zum Thema Verkehrswende. Und jetzt zu sagen, okay, ein FDP-Minister wird Verkehrsminister, das finde ich schon schwierig. Warum die Grünen so ticken, steckt bei ihnen ja schon im Namen. Priorität hat der Klimaschutz. Interessanter sind die Beweggründe der FDP. Warum setzt die FDP so aufs Auto und will nicht so tiefgreifende Änderungen, wie die Grünen sie fordern? Erstens, das ganze Thema triggert FDP, man kann sagen, Grundgefühle. Auf keinen Fall soll die Wirtschaft leiden. Und überhaupt, alles, was nach Regulierung oder Vorschrift riecht, ja, das provoziert FDP-Abwehrreflexe. Zweitens, und das ist echt nicht zu unterschätzen, das Thema Auto
zieht. Christian Lindner und die FDP sehen hier ein Gewinnerthema für sich. Und nach den vielen vergeigten Landtagswahlen gilt intern die Losung von oben: alles, was Punkte bringt, nach vorne bitte. Und die Zahlen geben Ihnen ja recht. Beispiel Verbrenner aus. Da will eine Mehrheit der Deutschen genauso wenig wie die FDP, dass das kommt. Die Mehrheit der Deutschen würde sich am ehesten auch wieder in Benziner zulegen. E-Autos sinken in der Beliebtheit. Ja, und auch ein Blick in unsere Community auf YouTube zeigt, viele User finden den Kurs von Wissing und von der FDP richtig. Da gibt es Kommentare wie den hier. Die deutsche Automobilindustrie brauchen wir für unseren Wohlstand. Weiter so, Herr Wissing. Klar, aber es gibt auch andere. Nach Hotelsteuer nun das Porsche-Privileg, schreibt dieser User. Das Autothema jedenfalls liefert der FDP vieles, wonach sie sich gerade richtig sehnt. Ein populäres Thema, um das eigene Profil zu schärfen. Außerdem eine Möglichkeit, die Grünen als Verbotspartei zu schmähen. Ja, jetzt haben die Grünen gerade wirklich viele Kröten schlucken müssen. Bei den E-Fuels hat Volker Wissing seine Extrawurst bekommen. Bei der Kernfrage der Sektorziele hat sich die FDP durchgesetzt. Ja, und Straßen werden auch schneller gebaut. Kann sein, dass die akute Wissing-Wut irgendwann abebbt, aber der Kern, der bleibt ja. Da arbeiten zwei Parteien zusammen, die gerade im Verkehrsbereich meistens das Gegenteil der anderen Partei wollen. Nur, dass der eine gerade die Ansagen macht. Was meint ihr? Brauchen wir die radikale Verkehrswende, so wie es die Grünen wollen, oder seid ihr da eher auf der Seite der FDP? Schreibt und diskutiert gerne in den Kommentaren. In unserem Format Kontext könnt ihr mehr erfahren über eine andere Großbaustelle im Verkehrsbereich, die Probleme mit der Deutschen Bahn. Ihr alle habt sie und hier erfahrt ihr, warum. Und schaut gerne auch weitere Folgen von Politics. Es lohnt sich. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.